Generationen von Menschen in aller Welt haben diesen berühmten Roman gelesen. Ein Meisterwerk Victor Hugos, das in kühnem Bogen den größten Teil des 19. Jahrhunderts umspannt und das die erregendsten Augenblicke dieser Zeit lebendig macht. Die Schlacht bei Waterloo, die Revolution in Paris. In dieser bewegten Zeit verläuft das ebenso bewegte Leben eines Mannes, der wegen eines gestohlenen Brotes 19 Jahre im Zuchthaus verbrachte. Jean Valjean. Es ist doch eine Komödie, jawohl. Jean Valjean, ein einfacher, geradliniger, gutmütiger Mensch, der wie ein Bauer mit der Erde verwurzelt ist, der mit der Kraft eines Stieres sich gegen die Widerstände stemmt und mit dem Mut eines Löwen sein Leben verteidigt. Jean Gabin als Jean Valjean. Ich werde für dein Kind sorgen. Ich schwöre es dir. Daniel Delorme als die Prostituierte Fantine. Hier, unterschreib. Mhm. 6 Wochen Besserungsanstalt, raus. Nein, Sie dürfen mich nicht ins Arbeitshaus stecken. Ich habe ein Kind, für das ich sorgen muss. Bernard Blier als Inspektor Javert, der sich treu bleibt bis zum bitteren Ende. Ich warne Sie, fassen Sie mich nicht an, oder Sie werden es bereuen. Serge Reggiani als der heißblütige Revolutionär Enjolras. Noch vor Mitternacht gebe ich euch das Zeichen. Bourville in der Rolle des hinterhältigen Thénardier. Jetzt essen wir Hühnchen und kein Mensch fragt, wo die her sind. Die Zeit ist vorbei, dass ich hungere. Jean Valjean hat den Burschen nicht ermordet, denn ich kenne doch die Garner um Javert. Diese großartige Besetzung, unterstützt von 25.000 Komparsen, verspricht ein einmaliges Erlebnis. Und das Paris des vorigen Jahrhunderts bildet den grandiosen Rahmen. Die alte Faubourg Montmartre, die Rue Saint-Denis, die Vorstädte von Paris, die unterirdischen Kanäle und Katakomben. Jede, auch die kleinste Rolle, ist mit einem erstklassigen Schauspieler besetzt. Fernand Ledoux als Monsignore Muriel, Sylvia Montfort als Eponine. Das ist hart, aber gesund, für die Zähne. Lucien Barou als Gilles Normand, Beatrice Altariba als Cosette. Jean Murat als Colonel Pontmercy, Elfriede Florine als Frau Thénardier, Jimmy Urbain als Gavroche. Machen Sie schnell, ich muss zurück auf die Barrikade. Auf die Barrikade? Glauben Sie, wir vertrödeln die Zeit, während Sie schlafen? Gianni Esposito als Marius. Wenn wir an der Macht sind, gibt's keine Not mehr. Dann hat jeder, was er braucht. Ein Werk, das zu den größten filmischen Ereignissen unserer Zeit gehört. Achtung, Sie sind da! Feuer! Klassiker der Weltliteratur mit Darstellern von Weltruf. In herrlichen Farben und Technirama zu neuem Leben erweckt. Ein grandioses Meisterwerk des neuen französischen Filmschaffens.